Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Warum ich es immer sage, ich weiß es auch nicht. Aber es ist bei jedem Video so bisher. Wir haben es heute Donnerstag, den 15. März. Ich werde jetzt duschen und mich fertig machen. Oder vorab werde ich noch frühstücken, ja. Genau. Aber ich werde das heute so machen, dass ich nicht allzu viel mache. Nein, doch schon. Also ich werde vielleicht nachher in die Stadt gehe, aber ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Ich gucke einfach mal beim Teddy. Das ist so ein Euro-Laden hier, direkt um die Ecke. Ein bisschen Deko vielleicht, so Osterdeko, ja, die nicht so teuer ist. Ein bisschen schick machen, die Wohnung. Anstatt irgendwelchen Dreck zu kaufen, irgendwas Nützliches. Ach, leck mich doch. das nützlich ist. Ach, leck mich doch. Entschuldigung. Auf jeden Fall werde ich aber heute auch noch, deswegen dusche ich auch, nicht weil ich stinke oder so. Und zwar ist es so gewesen, dass mein Vater ja bald Geburtstag hat, 60 Jahre alt wird. Stolzes Alter. Und ich mir gedacht habe, dass ich ihm da was, so eine Rede vormache, also vorerzähle, also eine Rede halte, meine Güte. Und das werde ich halt so machen, weil ich mich halt bei der Familie, die ich habe, halt nicht traue. Persönlich zu machen, also so den Zettel hier vorhaben und dann so vorlesen oder auswendig lernen, nicht traue, und es wäre auch keine gute Option, weil wenn ich da irgendwie ein Wort falsch sage, kann ich es ja im Video, kann ich es ja rausschneiden und beim Live-Vorsagen halt nicht. Und es ist halt immer so, man muss perfekt sein. Wenn man nicht perfekt ist, ist es nicht gut genug. Und deswegen ist es halt so, dass ich das per Kamera mache. Also ich setze mich hin, sage diese Rede auf. Dazwischen mache ich so ein paar lustige Sachen. Also ich verkleide mich als, ich weiß nicht warum, aber ich mache ein bisschen lustig, wollte ich das machen. Und zwar als, ich habe einen Dirndl noch, als Trachtenmädel. Also die Tracht, also dieses Dirndl ziehe ich an und dann spreche ich das, wieso ich das mache, ist ja klar. Wir müssen lustig sein, so ein anderes Kostüm habe ich halt nicht. Da werde ich erzählen, ein paar Sachen werde ich einblenden, jetzt noch nicht in dieses Video, aber irgendwann mal. Es ist nämlich nichts Großartiges, was persönlich in diesem Video, in diesem Text ist, sondern es ist ein 0815 Text, muss ich leider so sagen, weil ich mir nichts eingefallen ist, was ich jetzt so erzählen könnte, was jetzt noch keiner weiß und was lustig sein könnte. Das Einzige, was lustig ist, dass mein Vater Holz macht. Und dass er Schalke-Fan ist und seit 60 Jahren bald wartet Schalke ja auf den Meistertitel. Deswegen habe ich die ganzen Schalke-Sachen, die ich jetzt hier habe. Andersrum. Gottes Willen, Schalke-Sachen. Nein. Doch. Also die ganzen Sachen, die ich hier habe, die habe ich von meiner Mutter bekommen. Zumindest die waren alle im Keller. Und die hole ich jetzt hoch. Die hat sie hochgeholt, hat sie mir geholt, gebracht. Und ich habe jetzt die ganzen Schalke-Sachen hier bei mir. So ein Zwerg, Gartenzwerg. Na, drei Schals. Verdammte Scheiße, mein Vater hat mehr Schals als ich. So ein Trikot, nicht so ganz Trikot, nee, kann man nicht sagen. Sondern eher so blaues und irgendwas steht da drauf, Schalke-Fan oder so. Also Trikot ist er da nicht, aber drei Schals. Er hat da auch eine Fahne, aber die ist jetzt nicht mitgekommen. Und halt dieser Zwerg. Genau. Und das will ich anziehen, also dieses Trikot oder dieses T-Shirt,
Dann werde ich die Schals umhängen und irgendwo noch hinlegen, so, ne? Und dann so, ja genau, eins werde ich ummachen, eins werde ich hinlegen und eins werde ich hochhalten. Genau. Und der Gartenzwerg wieder auch irgendwo stehen. So, als Gag, ich wollte ja so machen, dass ich erst das alles von 96 alles mache. Also, ich habe ja viel Sachen, ich habe mehr Sachen als von 96 als von Schalke, ist ja auch klar, ich bin halt auch 96-Fan. Ich werde jetzt ein Trikot anziehen, eins von den dreien. Irgendwo noch ein Schalke 96 Trikot hinlegen, dann einen Schal ummachen, weil, oder ummachen, ich muss ihn so halten, ja genau, weil ich nur einen Schal habe. Der andere ist mir in Hannover verloren gegangen oder geklaut worden, ist auch egal, Schwamm drüber. Ich werde erst 96 hochhalten und dann merken, oh, so irgendwie lustig machen und dann halt Schalke Sachen hochhalten. Also jetzt mindestens so wie, also ein Spieler, ne? Also ich hoffe, das klappt. Hoffentlich wird es lustig. Man weiß halt nicht die Humormann, aber mir weiß man halt nie genau die Einserschätzen. Das ist halt ein bisschen schwer. Aber ich werde halt das Beste versuchen. Gut. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe euch ja gesagt, dass ich irgendwelche Ostersachen shoppen gehen wollte. Also zumindest gucken, ob welche günstig im Angebot waren. Also bei, wie heißen sie, bei Teddy, das hier ganz vorne bei mir ist, da war viel, aber keine schöne Sachen. Und deswegen war ich mal wieder bei meinem Lieblings-Einkaufsladen, und zwar Rossmann. Das ist auch gleich um die Ecke, von daher habe ich eigentlich nur das eingekauft, was ich auch wirklich brauche. Nichts Unnützes, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich hier, nennt man das denn nochmal? Ich fällt mir der Name jetzt nicht ein. Mensch, ihr wisst das doch hier, so eine Kanne. Kaffeekanne oder halt eine Teekanne. Ich habe die als Teekanne, werde ich benutzen, weil ich ja trinke keinen Kaffee. Aber das Gute an der ist, die hat auch nur 8 Euro gekostet. Und die Ohren kann man so einfach draufklicken und dann ist das offen. Das finde ich nicht schlecht, weil dann müsste man immer so in der... Ja, was drücken, ist auch nicht so dramatisch. Also die war relativ günstig, 8,99 Euro. Also 9 Euro. Die anderen da waren manchmal sogar 12 Euro und 15 Euro, weil die war am günstigsten. Und er passt auch genauso viel rein wie in der anderen. Also überall war 1 Liter und von daher, die anderen waren vielleicht nur hübscher. Aber psch. Scheiß drauf. Sieht doch keiner außer ich. Dann habe ich für die Vögel diese lecker Sticks, Knabbersticks. Mögen sie sehr gerne. Und einmal wieder Sittichfutter mit Jod. Ich weiß, das sollte man nicht machen, aber und Honig. Das. 500 Gramm. Einmal habe ich BB erfrischende Reinigungstücher, die mussten auch mal wieder mit. Komm, Foko. Möchte nicht Fokus hier. Ja. Dann eben nicht, ne? Dann ist es nicht viel geworden, aber trotzdem ist es teuer. Also zumindest so relativ teuer, weiß ich jetzt nicht. Und zwar habe ich mir noch Ohrringe gekauft für 5 Euro. Und zwar diese hier. Genau. Also die oben sind ganz weiß und haben so ein ganz kleines Muster. Und die unteren, die wollte ich eigentlich nur haben, aber die gab es im Einzelnen nicht. Von daher mussten halt die mit, weil, ja. Dann gab es noch, also die Katzen, gab es noch Leckerlis, die habe ich ja schon im Kühlschrank, weil sonst ist auch mit den Nassfutter so. Ich muss das irgendwo in den Kühlschrank stellen, weil egal wo ich das hinlege, dieser kleine Findus, der eigentlich der ruhigste Kater ist, den ich je gesehen habe, der riecht das sofort. Und Finn, wenn er das findet, reißt er das auf. Der ganze Wohnung ist voller Nassfutter und das riecht nicht gut. Also für die Katze riecht das vielleicht gut, aber für mich, ich mag es nicht riechen. Von daher muss es in den Kühlschrank. Wenn ich jetzt sage, abends kriegen sie mal so ein Pettchen. Keiner von den beiden kriegt ein ganzes, sondern immer nur jeder ein halbes. Das reicht, finde ich persönlich. Und dann mache ich es immer so, erst zu 5 Minuten packe ich das so hin und gucke auch immer hin, dass es dann auch noch liegt. Weil kalt ist ja zu kalt manchmal. Genau.
Wie gesagt, Katzen, Leckerlis sind schon im Kühlschrank. Dann habe ich noch Duschcreme gekauft. War im Angebot. Ja, Angebot war es nicht, glaube ich. Also es war diesen Probeaktionen, diese kleine Pröbchen da. Ne? Hier einmal die Sana. Honig und Milch. Oder anders Milch und Honig. Und das andere war Creme, Dusche, Vitamine und Joghurt. Tja. Was war's? War das jetzt schon? Ach nee, das was am teuersten, mit am teuersten war. Deswegen war es auch ein bisschen. Ja. Und zwar war eine Zumba-DVD. Get Your Witness Party Started. Ah ja. Für 6,99 Euro. Ja, ich werde es mal versuchen. Wenn nicht, dann werde ich es verkaufen. Mein Gott, ist auch kein Weltuntergang. Also das. Mal gucken, ob ich tanzen lernen kann. Ich versuche es einfach. Das war der kleine Einkauf bei Rossmann. Ich weiß nicht. Rossmann gehe ich also im Monat bestimmt 2-3 Mal oder 4 Mal hin. Also ich bin ja Stammkunde. Genau. Jetzt werde ich noch ein bisschen Sport machen. Ob ich jetzt sofort. Erst nicht abwaschen. Genau, erst abwaschen. Dann, genau, weitermachen. Genau, meine Lieben. Bis gleich. So, meine Lieben, tut mir leid, ja. Es ist wieder abends. Ich habe heute allzu viel gemacht. Ich war nochmal spazieren, mache ich ja jetzt eigentlich fast jeden Abend. Heute war es ein bisschen später, heute war es schon 23 Uhr, als ich nach Hause gegangen bin. Da ja immer der kam und es kommt ja immer am Donnerstag so, dass es um 20 Uhr deutsche Zeit und um 21 Uhr nochmal kommt. Wie gesagt, deutsche Zeit. Und ja, deswegen bin ich erst ein bisschen später gegangen, also erst um 22 Uhr. In dem Dreh rum, ja. Ja, genau. So, nee, ja, 23 Uhr, 22 Uhr, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Auf jetzt haben wir es ungefähr 0 Uhr. Aber das ist halt so bei mir. Ich weiß halt nie, wie ich, habe ich uns nicht mal schon gesagt, was denn so großartig in diese Videos erzählen soll, wenn ich nichts erzählen kann, weil ich nicht als Licht erlebt habe. Manche erleben ja viel in ihrem Tag. Ich erlebe halt gar nichts. So gut wie gar nichts an meinem Tag. Ich war gestern nur ganz kurz in der Stadt, wie gesagt, habe ich euch ja gezeigt, die Ausmaße meines Einkaufs bei Rossmann. Sonst war nichts Großartiges, was ich euch jetzt auch so erzählen könnte, ne? Weil, ja. Nein. Ich hoffe, das Video wird nicht so kurz für euch. Aber ich habe heute, also heute war es gestern, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, zumindest die 900 geknackt. Oh, Akku wird leer, das ist auch gut. Wollte nicht mehr weiter quatschen. Auf jeden Fall habe ich die 900 geschafft und wünsche euch erstmal einen wunderschönen Freitagabend. Tschüssi!